Mein Kollege Walter Rosenkranz hat anlässlich der Präsentation des Sparpaketes heute durch Faymann und Spindlegger einen guten Vorschlag gemacht, und zwar, dass dieses Hohe Haus einen Lügendetektor bräuchte. Weil so, wie dieser Lügendetektor heute geklingelt hätte, vielleicht die Folge daraus hätte sein können, dass mehr Ehrlichkeit, mehr Mut, mehr Anstand auch in die Debatte hineinkommt, wie auf der anderen Seite heute durch Ihre Präsentation nicht gegeben war. Weil eines möchte ich Ihnen heute schon in aller Schnelligkeit angesichts der verkürzten Zeit mit auf den Weg geben. Sie reden davon, dass keine Massensteuern eingeführt wurden. Das ist nachweislich falsch. Es gibt eine brutale Massensteuer, die zurzeit greift, und das ist die Inflation. Sie haben offiziell ausgewiesen 3% Inflation. Der Mini-Warenkorb weist offiziell 7% aus. Und de facto sind es, wenn Sie die jüngsten Steigerungen im Lebensmittelbereich und im Energiebereich, vor allem im Benzin- und Dieselbereich, mit hereinrechnen, sind es mit Sicherheit über 10%. Auf der anderen Seite gibt es Lohnsteigerungen, die entweder gegen Null gehen, 1%, 1,5% ausmachen. Genauso ist im Zinsbereich der Fall. Das heißt, dass jeder in diesem Staat weniger an Kaufkraft von 7 oder 8% im Jahr zu verzeichnen hat. Das sind Massensteuern. Inflation ist die böseste Steuer, die es gibt. Und genau die wird mit der Politik der Europäischen Union geradezu produziert. Wir haben es Ihnen im Jahr 2008 gesagt, als die Europäische Zentralbank damit begonnen hat, den Fluch des billigen Geldes in Gang zu setzen, als gedruckt wurde, als ob es kein Morgen gäbe, dass das alles, was hier gedruckt wird, irgendwann wieder mal aus dem Geldkreislauf herauszuholen sein wird. Und genau das passiert jetzt. Und es wird auf der einen Seite mehr und mehr gedruckt, allein in den vergangenen 3 Monaten an die 1.000 Milliarden, 1 Billion Euro, wo größtenteils die Europäische Zentralbank Schrottpapiere der südeuropäischen Länder kauft über den Sekundärmarkt, weil es sonst keinen Anbieter und keinen Abnehmer mehr dafür gibt, außer die Europäische Zentralbank. Und genau das muss herausgeholt werden. Das heißt, die nächsten Jahre, wenn wir Glück haben, geht es nicht in eine Hyperinflation. Mit Sicherheit aber in eine Inflation von 5, 7, 8% offiziell ausgewiesen und real wahrscheinlich über die 10%. Andere Wege gibt es nicht mehr, dieses Geld aus dem Kreislauf herauszuholen. Und das ist einer der brutalsten, übelsten Massensteuern, die es gibt, die beim Mindestlohnbezieher über die Familien jeden in diesem Land trifft. Und daher, und auch das ist etwas, was zentraler Punkt unserer Programmatik ist, entweder zieht man jetzt die Notbremse dieser Politik des billigen Geldes in der Europäischen Union, macht eine Trennung endlich in Nord- und Südeuro. Das wäre ein Weg, wie in den stabilen Volkswirtschaften wieder Stabilität gewonnen werden kann. Das, was Sie jetzt gemacht haben, ist nichts anderes, als nachgehüpft zu haben, das, was Ihnen Merkel und Sarkozy international vorgegeben haben. Das ist kein Sparpaket, ein Belastungspaket mit hoher Inflation, unanständig. Und es ist höchste Zeit, dass dieses Land eine neue, eine bessere Regierung verdient als die Ihre. Eine Regierung mit Mut, Anstand und Charakter. Beides haben Sie politisch nicht mehr zu verzeichnen.